Und als Temperaturen, die fallen oh so löser los. Gucken wir mal die Teile mal mir an. Schönen guten Abend beim Wetter, noch von der Haut ein bisschen lang gerufen, wie an den letzten Tagen, so als dann in der Mitte und ein bisschen schön sonnig ging. Um Satellitenfilm sehen wir dann noch, dass weit abred die Wolken noch nicht über Mitteleuropa zu sehen sind. Die machen noch einmal große Bau über den Atlantik raus. Und an dieser Gegend sind so gut wie keine Wolken unterwegs. Darin ändert sich auch in den nächsten Stunden nicht. Allerdings, ob da hier so Berge gehört, ist die große Wetteränderung von Anfang der Woche schon zu sehen. Das Kaltfront, die sich Richtung Süden deplacieren wird, und an der wieder frei als für Polarluftmassen, die an Eisergegend dann noch über das Weekend wieder bestimmen werden. Das ist nicht, du geht es für dich mal Sterne klar. Lass ihr am Laufe der Stunden für allem lernst Fluss mal im Nivel abzeigen, kann plätzeweise auch Heischnivel, den dann noch mal der Moin ist mit Zeigen sind. Temperaturen gehen zurück auf ein Minimum von rund 9 Grad im Findel von 6 bis 4 Grad an den Eislecker Della. Wie gesagt, meine neue Plätze weist mehr lang durch zehn Nivel oder Heischnivel, den sich dann aber am Laufe der Stunden ablässt, sodass man am Nomaden ein richtig freundliches Bild um Himmel werden und mit einem DAX einfach nur einen blauen Himmel zum Ausnahme Eislecken werden sie echt von der Sonne profitieren, wie die, die am Gutland sind. Temperaturen, je nachdem, wie lange die Sonne schenkt, zwischen 16 und 19 Grad, können aber auch 1-2 Grad mehr respektive Männer sein. Ne? Das ist die Geschichte, wie der Nivel und Heischnivel sich endgültig verzögert wird. Der Wind spielt keine Rolle merkend schwer aus östlichen Richtungen. Und auch um Donnerstag ändert man nicht allzu viel und eisen wir dabei um die 15 Grad, kriegen wir noch ein neues Nivel an Heischnivel denken. Sonne freiden an die Kaltfront, die wir da in der Westzeit mit ein bisschen Schirin an einem Temperaturrückgang auf rund 8 Grad. Und das sind dann Maximaltemperaturen für den Weekend, wenn es zu sonnigen Abklärungen kommt. Bleibt wohl größtenteils drin im Weekend, schüsse dann nicht von der Samstag noch besonnen. Also ein bisschen Niederschlag möglich und das bei Temperaturen um die 0 Grad kommt, zumindest ob nächstes Koppen durch für die ersten Schneeflocken von der Wintersaison 2012-2013. Die müssen aber nicht unbedingt leer bleiben. Und der Schnee im Oktober heute zu Lützebüsch leer bleibt, ist extrem rar. Es gibt ein dokumentiertes Beispiel aus dem Jahr 1950, wo zu Kleef bei der Abtei den 29. Oktober 5 cm an den 30. Oktober morgens um 7 Uhr sowie 10 cm Schnee gemusst werden. Sport ist ja gut für Sozialverhalten und da tun sie sich auch am Ravitsch-Prison an Polen geduld, wo sie dieses Weekend für dritt schon ein Semi-Marathon organisiert haben. Drun Delgehol haben 67 Gefangene, die zum Teil lebenslänglich an dem Prison sitzen. Weil sie ihnen dann aber nicht genug getraut haben, für sie 20,1 Kilometer durch die Stadt laufen zu lassen, als die ganze Semi-Marathon an der Enceinte vom Prison aufgehalten ging. Ja, mit Sport, mit Fußball geht doch Herr Noh bei seinem zweiten Kanal für und ich wünsche euch viel Spaß an eurer flotten Abend. Adi. DKV. Sind da über 30 Jahre sind wir die erfolgreichste Privatkrankenversicherung zu Lützeburg. Als maßgeschneiderte Produkte bieten für alle Lebenssituationen den optimalen Versicherungsschutz. Mit DKV sind ihr ein Leben lang gut beschützt. Und das vom ersten Tag an. Au lendemain de l'annonce de l'arrêt de la production au train à fil de Schifflange à partir de janvier 2013.